In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Leon Kennedy succeeded in escaping from the city following his encounter with one of the only other survivors, a woman named Ada, a spy seeking the deadly G-virus. However, Leon was not the sole survivor of the incident. A girl named Claire Redfield was in town on business of her own. She came to uncover the mysterious circumstances of her brother's disappearance, Chris Redfield, a member of the STARS Alpha team. Only now, her mission has become quite simple. Basic survival within the nightmare that was once Raccoon City. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. In town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Hang on! You okay? Still in one piece. Station!
I'll meet you there. Okay. Da sind wir auch schon wieder zurück zu meinen Let's Plays. Ja, ich bin wieder da. Nach einer ziemlich langen Abstinenzzeit geht's auch direkt eigentlich schon wieder da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich mit Resident Evil 2. Ja, ich weiß, es war wirklich sehr, sehr lange bis hierhin. Jetzt habe ich gerade keine Ahnung, wie ich am besten laufen kann. Ist überhaupt lang? Nee, ich mache gerade jetzt schon total den Bock Mist. Ja, ach mein Gott, komm schon, lass mich da vorbei. Und jawohl, ja. Ja, das hätte man auch eleganter lösen können. Ich weiß. Nee, also ihr hier sicherlich mitbekommen habt, ich war halt wirklich sehr, sehr lange Abstinenz. Lag daran, mein Rechner geht kaputt. Natürlich nicht der Rechner an sich, sondern die Festplatte. Wie soll es auch anders sein? Zweiter innerhalb eines Monats. Freut man sich drüber. Erst die Festplatte im Laptop, dann die in meinem Rechner. Natürlich waren die Backups jeweils in meinem gegenüberliegenden System. Das war besonders erfreulich. Besonders was meine ganzen Dokumente etc. betraf. Naja, alles halb so schlimm. Meiste konnte ich mir wieder besorgen. Was ich mir nicht wieder besorgen konnte, war natürlich schon das bereits halbfertige Let's Play von Resident Evil 2. Ja, damit war ich dann erstmal ziemlich gut frustriert, hatte erstmal so ziemlich auf gar nichts Bock. Hatte dann irgendwie, komm, jetzt machst du das mal wieder so und ja, dann war mein Mikro im Arsch, mein Headset ging kaputt, also das war einfach nicht... Man sollte meinen, es war einfach nicht mein Tag, beziehungsweise Tage, kann man schon eher Wochen sagen, also ich denke mal, man kann es nachvollziehen, dass man da nicht mehr wirklich viel Lust hat, aber gut, was soll ich jetzt hier rumheulen, dass ich hier auf nichts Bock hatte, jetzt sind wir schließlich wieder da und wie gesagt, mit dem B-Szenario mit Claire Redfield von Resident Evil 2. Leider ist natürlich auch meine Speicherstunde futsch gewesen. Es war auch gar nicht mal so einfach, überhaupt einen Speicherstand dafür zu finden. Zumindest eine mit der deutschen PAL-Version zusammenpasst. Da durfte ich selbst noch rumeditieren. Hab's auch schon ausprobiert. Scheint, ja, bleibt erstmal ruhig. Und damit haben wir schon die Erklärung, warum da überhaupt ein brennender Helikopter war. Weil ein dicker Polizist meinte, wir schießen mal wie die Irren rum. Na, will da jemand rauskommen? Will da jemand rauskommen? Nee, sieht nicht so aus. Nee, also mit dem Speicherstand, da musste ich einen von der englischen PAL-Version nehmen. Dort ein paar Codes, also ein paar Hexzahlen anpassen, damit es hiermit funktioniert. Also, es war schon beinahe lächerlich. Was man nicht alles tun musste, bloß um einen für die deutsche Version passenden Spielstand zu kriegen. Jetzt kommt natürlich das Hübsche. Man hat schließlich vor dem A-Szenario ein paar Entscheidungen getroffen, die eigentlich, zumindest habe ich gehofft, hiermit so zum Teil zumindest übernommen wurden. Aber wie gesagt, ich habe es schon ein bisschen angespielt, leider gar nichts davon. Das bedeutet, in einer Szene werde ich was tun müssen, was nicht unbedingt jedermann gefallen wird. Aber ganz ehrlich, wenn es soweit ist, werde ich dazu natürlich auch eine Erklärung abgeben, warum ich das dann jetzt so und so mache. Einfach weil mich das tierisch angekotzt hat. Aber wirklich mehr als tierisch. Aber gut, wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Solange werden wir uns hier mit einem bisschen Spiel erstmal beschäftigen. Ja, Heilkräuter im B-Szenario 10-mal wichtiger als im A-Szenario, meiner Meinung nach. Einfach weil hier viel, viel mehr los ist. Ja, stehen die Zombies, wen juckt's? Ein paar Gegenstände, ich meine, die Räumlichkeiten sind so ziemlich die meisten die gleichen. Allerdings sind die Zombies teilweise anders positioniert, beziehungsweise andere Gegner. Und wie wir hier sehen, das Ventilgriffchen ist ganz woanders positioniert. Damit können wir auch schon wieder den Helikopter dann draußen löschen, was natürlich ein bisschen im Widerspruch mit dem A-Szenario steht, weil wir es da auch schon mit Leon gemacht haben.
Das ist jetzt natürlich nicht das, was ich meinte, aber allzu kleine Logikfehler, aber ich denke mal, man musste ja irgendwas machen. Man konnte ja nicht ein komplett neues Spiel mit komplett neuen Rätseln in den gleichen Räumlichkeiten da aufziehen. Ich meine, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Dennoch wirklich sehr gut gemacht, vor allem, wie sich die Protagonisten wieder treffen, wo wir Leon de Claire wieder getroffen haben. Treffen wir natürlich auch mit Claire dann Leon. Werden sich noch ein paar andere Dinge aufzeigen, die... Licker! Schnell weg. Die nicht ganz so offensichtlich waren, unbedingt im Arsenal. Finde ich auf jeden Fall richtig geil gemacht. Ich werde hier natürlich auch wieder alles an Dokumenten vorlesen, was ich finde. Und jetzt erstmal zum ersten Schreck. Ha! Die Waffen werden wir so ziemlich gar nicht benutzen, weil wegen die habe ich einfach selbst nicht freigespielt gehabt. Allerdings wird eine dieser Waffen davon eine Rolle spielen, weswegen manche Leute wahrscheinlich nicht ganz so glücklich sein werden. Ist mir aber auch so ziemlich egal, weil ich schließlich damit noch was zeigen muss. Einen Fehler in diesem Speicherstand hier bereinigen muss. Aber das wird sie nur zeigen. Gehen wir zuerst da lang. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeschmissen. Oder wir lesen einfach mal. Da. Tagebuch der Sekretärin A. Wer ist denn A? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. 6. April. Ich habe heute aus Versehen eine der Steinstatuen Ohrgeschoss bewegt, als ich mich dagegen gelehnt habe. Als der Chef das rausgekriegt hat, war er stinkwütend. Ich schwöre, er hat mir fast den Kopf abgerissen und mich angebrüllt, die Statuen bloß nie wieder anzurühren. Wenn die Dinger so wichtig sind, sollte er sie vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit rumstehen lassen. 7. April. Ich habe gehört, die ganzen Kunstgegenstände aus der Sammlung des Chefs sollen seltene Sammlerstücke sein, die wirklich Hunderttausende von Dollar wert sind. Ich weiß nicht, was für mich das größere Rätsel ist. Wo er diese ganzen hässlichen Dinger findet oder wo er das Geld hernimmt, um sie sich zu leisten. 10. Mai. Es hat mich nicht überrascht, als der Chef heute mit noch einem großen Bilderrahmen in der Hand ankam. Diesmal war es ein wirklich scheußliches Gemälde von einer nackten Person, die gehängt wird. Mich schauderte bei dem Gesichtsausdruck des Chefs, mit dem er das Bild anstarrte. Ich verstehe nicht, wie jemand so etwas als Kunst betrachten kann. Ja, wir haben schon im Arsenal mitbekommen, nee, möchten wir nicht. Wir werden auf die traditionelle Emulatorweise speichern, mit Schnellspeichern. Werden wir jetzt noch nicht unbedingt. Was mache ich hier? Das war jetzt nicht unbedingt meine Intention, dahin zu gehen, nennen wir es mal so. Nee, ich würde sagen, da wir schließlich jetzt schon die Kurve bei haben, machen wir erstmal das Licht, das Feuerchen aus, Lichtlein ausmachen. Mein Gott, ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren hier. Liegt aber daran, dass ich ein bisschen müde bin, mir schon gerade diesen Instant-Kaffee aus Aldi reinzu von Tizio Cappuccino. 100% Arabica-Bohnen. Naja. Was tut man nicht alles, um ein bisschen wach zu bleiben hier, ne? Ja, ihr seid hässliche kleine Vögel und Baum. Ach ja, das mit der Festplatte, das war auch der Grund, warum ich immer so Frameskips hatte. Einfach weil die Festplatte da einen Zeitpunkt ja ein bisschen rumgerödelt hat, sagen wir es mal so. Ich hoffe mal bloß auch, ich habe jetzt nämlich auch eine neue Version von Fraps, dass die jetzt auch vernünftig laufen wird, weil der nicht mehr nach 4 GB diesen Cut macht. Ich hoffe mal, Sony Vegas wird damit zurechtkommen. Weil ich da auch noch so eine 80 GB große Datei durchschiebe, aber ne. Naja, das wird schon irgendwie klappen. Und natürlich habe ich gerade gesagt, mein Kopfhörer ging ja auch im Arsch. Jetzt spiele ich hier gerade mit iPhone-Kopfhörern. Nein, ich habe selbst kein iPhone. Ich bin kein unbedingt größter Fan von Apple-Produkten. Ich habe bloß die Kopfhörer, frag mich bitte nicht woher. Und die sind zum Teil richtig krass laut im Ohr. Das ist nicht wirklich angenehm. Säurepatronen. Ja, Säurepatronen. Aber für welche Waffe? Kennen wir schon eine Waffe, in der wir Säurepatronen stecken können? Ich
habe jetzt gar keine Lust, da reinzugehen. Ihr habt ja gesehen, auf der Säule stand T002, wenn ich mich nicht ganz jetzt verlesen habe. Beziehungsweise ich habe da nicht wirklich hingeguckt, weil ich dabei gerade einen Schluck getrunken habe. Kann man eventuell gehört haben, denn ich habe mir so gedacht, mein Gott, warum schneidest du eigentlich immer deine Schluckgeräusche und so was aus, wenn du mal wirklich mal ein Stückchen trinkst oder so? Dachte mir, ach mein Gott, sollen sie doch mitbekommen. Ist das schließlich vollkommen menschlich, ne? Genauso wie ich ja Raucher bin und jetzt kein Hehl mehr draußen mache, dass ich mir auch mal, während ich hier aufnehme, mal eine Zigarette gönne. Oder mal zwei, oder mal drei, je nachdem wie lange die Aufnahme halt dauert. Aber tun wir uns jetzt erstmal diesen T002 an, wenn wir uns richtig an Resident Evil 1 zurückhören. T01 war ein Tyrant. Ja, und damit ist auch schon unser Weg zurück blockiert. Ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung mehr, wie wir jetzt an diesem Tyrant vernünftig vorbeikommen. Ich glaube nämlich, wenn wir ganz hinten diesen großen, ja, müssen wir so stehen bleiben und können dann gleich an dem vorbeirennen, hoffe ich doch zumindest. Und nicht haut uns einfach einen auf die Fresse. Ja, nix da. Ah, diese Drecksaugen. Hat uns wenigstens noch einmal erwischt, hat uns nicht so wirklich wehgetan, oder? Hat uns da wehgetan? Oh nö, sind immer noch im Grün gut. Schauen wir uns das mal den Kopf an. Er ist zu Tode gepickt worden. Ah, aber da ist auch noch irgendwas hinter uns her. Verdammt, 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 verdammt. Bloß schnell weg hier, bloß schnell weg hier. Ja, nicht wirklich erfreulich. Da haben wir gleich schon so ein, wie er gerne in Fachkreisen genannt wird, Mr. X. Ich frage mich wirklich, wer auf diese bescheuerte Bezeichnung kam, Mr. X. Es ist wirklich mehr als eindeutig ein Tyrant. Von der Typenbezeichnung auf dem Festchen her, mit dem er runtergeschleudert wurde. War ich hier jemand? Ne, ne? Entschuldigung. Ein Zeitschriftenständer. Keines der Bücher sieht hilfreich aus. Ja, naja, aber du bist eine Frau, kleine Claire. Warum will ich eigentlich schon wieder da rein? Ach ja, die Säurepatronen, die sind jetzt zwar nicht unbedingt wichtig, ne? Das Ding erstmal, glaube ich zumindest auch, ne? Ich meine, wir werden es, ich weiß nicht, also später werden wir es garantiert irgendwann nochmal brauchen, aber jetzt zumindest nicht. Und jetzt müssen wir uns hier einen kleinen Weglein antun. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon machen sollen, jetzt holen, gleich holen, später holen. Da wir hören schon wieder jede Menge Zombies rumschlürfen, aber wir sehen noch keinen einzigen. Ja doch, wir machen uns erstmal auf den Weg hier nach unten. Noch nicht ganz angefangen, schon weiß ich, was ich total vergessen habe. Ja, ja, gehen wir runter. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das machen wir schon. Wir haben jetzt nämlich gar keine Sicherheitskarte für den Computer, weil die nämlich ganz woanders liegt. Ah, ein Granatenwerfer. Das ist doch wunderprächtig. So, doch ja, komm, benutzen wir mal ohne irgendwelche Sicherheitskarten. Ja, ohne Card-Key macht der nix. Egal, naja, wir machen da schließlich auch kein Speedrun raus, sondern ein kleines schönes Let's Play. Deswegen werden wir uns auch richtig schön Zeit lassen. Ich sag mal, unter 2,5 bis 3 Stunden wird es auf gar keinen Fall was. Oh, hat einen Grund, warum ich die jetzt nehme. Hallo. Das war nur 1. Das war nur 2. 4 Schuss haben wir noch. Ja, der nächste und. Der nächste und komm du auch. So, damit haben wir alle 6 Schuss verballert. Ach naja, einen haben wir noch. War nur 5 Schuss? Okay. Hier, das, die Einhornmedaille finden mich auf einmal hier. Merkwürdig, merkwürdig oder eichelartig, eichelartig, wie manche in den Asi-Kreisen zu sagen pflegen. Oder auch nicht Asi-Kreisen, das war jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Schließlich will ich ja meine Kreise nicht unbedingt als Asi-Kreise bezeichnen, ne? Ach ja. Ja, wir werden sie jetzt erstmal in Ruhe einsetzen, kriegen dann, ich glaube, wieder ein Schlüsselchen. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon. Ah. Falsche Taste, man sollte natürlich auch ins Inventar gehen. Ja, ein Schlüssel. Hallo, kleiner Schlüssel. Revierschlüssel. Direkt mal untersuchen den Quatsch, ne? Prüfe. Geformt wie das Pick auf einer Spielkarte.
Ja, damit haben wir den Pick-Schlüssel. Kann man schon mal jemand auf der Karte sehen, so wirklich? Nö, nö, nö. Solange die Tür noch nicht geprüft sind, also wir müssen erstmal eine Karte des Reviers finden, zumindest für einen Teil des Reviers. Erst dann zeigt er uns auch dann die entsprechenden Räumlichkeiten an.